Rund 400 Menschen bei der Mahnwache für Lisa Maria Kellermeier am Linzer Taubenmarkt. Die Ärztin aus Sivalchen hat sich vergangene Woche das Leben genommen. Monatelang war sie zuvor von Impfgegnern und Corona-Leugnern mit Hass- und Drohmails terrorisiert worden. Da musst du aufstehen, das geht nicht mehr. Die Leute machen da Sachen und schreiben da Sachen, die sind weit über das hinaus, was irgendwie Meinungsäußerung oder sowas ist. Man hat ihr bei ihrem Auto Reifen aufgestochen, mit dem sie heimgefahren ist. Die Hassmails sind ja sattsam bekannt, die in die Öffentlichkeit gekommen sind. Und ich denke, das hat sie nicht verdient. Ich denke, dass man schon ein Zeichen setzen muss, dass man den Hass im Netz sagen muss, dass die Mehrheit der Menschen anders denkt, Gott sei Dank. Und dass man einfach da dieser Frau Dr. Kellermeier einfach die letzte Ehre erbieten sollte. Freunde, Kollegen, Bekannte, aber auch viele Fremde gedenken der 36-Jährigen in Linz. Unter den Teilnehmern Vertreter aus Landesregierung und Landtag sowie Ärztekammer. Diese und die Polizei hat Kellermeier auch in ihren Abschiedsbriefen noch einmal kritisiert. Man hätte ihr zu wenig geholfen, nicht genug gegen ihre Bedroher unternommen. Gewalt im Netz dürfe nicht länger verharmlost werden, die Täter müssen zur Rechenschaft gezogen werden, so auch die Forderung der Veranstalter. Die Hasser und die Hetzer, die sind für mich einfach, es ist ein ganz verschwindend geringer Teil in der Gesellschaft, die so agieren. Und die kriegen aber aktuell viel Bestärkung leider, weil eben nicht rigoros gegen sie vorgegangen wird, weil sie sich hinter ihrer Anonymität verstecken. Und ja, auch gegen die ist es eine Mahnwache. Österreichweit waren es Tausende, die an diesem Abend der toten Ärztin gedacht und ein Zeichen gegen Hass und Hetze im Netz gesetzt haben.